No country better than Germany. No country is better than Germany. Ich habe wieder jemanden gefunden, der uns ganz genau erklärt, wieso sie alle hier sind, wieso das Hinausgeleiten so schwierig ist und was sie machen, wenn sie denn trotzdem mal vor der Tür gelandet sind. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich möchte mich zunächst erstmal bei allen bedanken, die mich hier unterstützen, die immer regelmäßig meine Videos schauen. Helft mir, sie noch weiter zu verbreiten, abonniert mich bei Telegram oder bei X, drückt den Daumen hoch, lasst einen Kommentar da und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wie ihr gemerkt habt, gibt es in letzter Zeit immer öfter Videos ohne Werbeeinnahmen. Das ist etwas schade, warum YouTube hier teilweise ganz normale Videos, die einfach nur die Sachlage beschreiben, demonetarisiert. Aber wir kommen hier zurück zu unserem Experten und wir hören ihm einfach mal kurz zu. Ausländer, geh raus. Nein, wir gehen das nicht, Bruder. Ja. Ihr habt hier unser Land angekommen, Afrika früher. Jetzt, wir kommen nach hier und danach, was werden wir machen? Nach den 20 Jahren gibt's keine Deutsche mehr. Vergiss mal Deutsche. Habt ihr gehört? Genau das, was du und ich immer denken, das spricht er hier einfach unverblümt aus. Er sagt, ihr wart früher in unseren Ländern, er meint natürlich die Kolonialzeit, und jetzt kommen wir hierher und ihr müsst das einfach akzeptieren. Wir breiten uns hier aus und in 20 Jahren, da gibt es euch nicht mehr. Man kann ja lachen, auf der anderen Seite muss man weinen über diese Aussage. Ich bin eher gespannt auf den Tag, wo all diese, die hierher gekommen sind, in dieser Annahme, dass es so sein wird, feststellen, dass ohne den Alman das Jobcenter einfach pleite ist, wie das in Bremen, dass es dann kein Geld mehr gibt. Wir verteilen nämlich hier den Steuerkuchen, den ein Teil bitterböse erarbeiten muss, an viele, viele, viele Leute. Berechtigt oder unberechtigt, sei mal dahingestellt. Ich glaube, ich kenne eure Meinung, aber unsere Fachkraft war noch gar nicht fertig. Wir nehmen, ey, Deutsche, dieses Land reißt uns, ich und du. Bei mir ist es egal, ob du sagst raus oder nicht. Ich gehe raus und dann ich komme wieder. Weißt du das? Habt ihr das gehört? Er sagt einfach, ist mir doch egal, wenn ihr mich rausschmeißt, wenn ihr mich quasi abschiebt, dann gehe ich raus und dann komme ich einfach wieder, ob wir das denn wissen. Und ja, wir wissen das, seit den Grenzkontrollen zur Europameisterschaft wissen wir, wie viele Leute mit Wiedereinreisesperre es einfach täglich versuchen, wieder über unsere Grenzen zu gelangen. Aber wir lassen ihn jetzt mal zu Ende reden. Ich finde das wirklich lustig eigentlich, aber es ist ein ernstes Thema. Er bringt das hier witzig rüber. Ich weiß nicht, ob es dann mehr Leute kapieren, wenn er es so sagt, auf seine Art und Weise. Hört nochmal weiter zu. Bruder, weißt du, ich habe, warte mal. Ich hatte noch nie in meinem Leben ein Flugzeug. Und ich bin in Europa, ich komme aus Afrika. Ja. Wie ich bin hier angekommen? Meine Güte, Bruder. Aber die sagen immer, Ausländer raus, Ausländer raus. Wenn du sagst, Ausländer raus, gibt es keine Ausländer, geht raus, Bruder. Ob die ihm geben eine Abschiebung nach Hause, das ist kein Problem, der kommt wieder. Habt ihr gehört? Egal, ob es die Abschiebung gibt, er geht nach Hause, er kommt dann wieder. Und dass sie immer wieder kommen, haben wir in der letzten Zeit immer öfter erfahren. Es gibt sogar welche, die machen das richtig dreist. Also die fahren in ihre Heimatländer und in den Heimatländern haben sie dann noch einen zweiten Pass. Gibt auch Leute, die berichten sowas auf TikTok, aber ich befürchte, ich zeige das hier besser einfach nicht. Ich finde es hier nur spannend, dass diese Aussagen, die dieser Mann hier getätigt hat, für YouTube kein Problem darstellen, absolut kein Problem. Ich bin gespannt, wenn ich das jetzt kommentiert habe, ob es dann ein Problem darstellt. Ich beleidige niemanden, ich diskreditiere diese Menschen hier nicht, die sind hierher gekommen, weil sie gehört haben, es gibt ein Land, the great land, das heißt Germany, da kannst du hingehen, da kriegst du Essen, eine Wohnung und Geld vom Staat und musst dafür nichts machen. Das ist die Realität in unserem Land, das Jobcenter ist bewirbt, das Bürgergeld zur finanziellen Absicherung. Und da kann man nur noch mal an die Politik appellieren, wenn ihr weiter diesen Magneten so angeschaltet lasst, dann wird es in naher Zukunft passieren, dass euch wirklich das Geld ausgeht. Denn inzwischen, das System, es läuft wirklich aus dem Ruder, die Leute merken es, die Leute ihnen stets hier oben und die Politik, sie macht nichts. Sie sagt dann eher, na, dann muss der vom Jobcenter, vom Bürgergeld quasi in die Arbeit kommt, einfach mal eine halbe Stunde länger auf Arbeit fahren. Und ja, genau, ganz mein Humor. Was ist Mindestlohn in Vollzeit? 2400 brutto circa, 2300 so irgendwie.
Und da soll man dann 3 Stunden täglich unterwegs sein, plus 8 Stunden Arbeit, plus 1 Stunde Pause, sind 12 Stunden und danach kommt die gesetzliche Ruhepause. Da kann man sein Leben auch einfacher wegwerfen und wird dann einfach irgendwo im grauen Bereich tätig, so wie es viele machen, kassieren Stütze vom Amt und haben noch weitere alternative Einkommensquellen, um das mal so zu sagen. Ob das dann passives Einkommen ist, wahrscheinlich nicht per Definition, denn sie müssen schon aktiv dafür Gesetze brechen. Aber das sind wieder böse Unterstellungen, würden manche Zungen behaupten. Ich würde sagen, diese Art und Form der Kriminalität ist der Polizei durchaus bekannt und dürfte somit ein offenes Geheimnis in den Behörden darstellen. Allerdings, ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du das Ganze hier? Werden wir einfach tagtäglich weiter verhöhnt oder wird es jetzt endlich mal irgendwo ein Durchgreifen geben? Ich kann mich ja kaum zurückhalten vor Lachen. Ich frage mich ja, wer soll denn durchgreifen? Also Frau Faeser wird jetzt vermutlich ihre Krücken auf die Seite werfen. Die EM ist rum. Es ist also toi, toi, toi. Wie sie das geschafft haben, keine Ahnung. Frau Faeser, einen Punkt haben sie. Bei der EM ist nichts passiert. Aber dafür sind sie nicht allein verantwortlich, sondern Hunderttausende von Kollegen der Polizeidienststellen der Länder und des Bundes haben dafür gesorgt, dass es hier nicht schlimmer zugegangen ist als sonst auch. Man könnte fast das Gefühl haben, gewisse Deliktstäter befinden sich gerade im Sommerurlaub, denn um manche Dinge ist es erstaunlich ruhig geworden. Wenn ich mir allerdings andere Länder so anschaue, dann ist es dort alles aber nicht ruhig geworden. Wie gesagt, ich bin gespannt auf deine Meinung. Siehst du die Politik, wie sie sich ändert oder wie die Politik einfach nur versucht, unsere Meinung zu ändern? Dann hat Politik keinen Platz mehr in dieser Gesellschaft. Denn wenn deine Meinung der Politik nicht passt, dann musst du nicht deine Meinung ändern, sondern dann muss die Politik sich ändern. Und damit sage ich ciao, bis bald.